ihr beschämt mich. Wie kann ich eure freundlichen Worte vergelten, wo ihr mich in allem übertrefft? 1977 in der Freien Volksbühne die erfolgreiche Aufführung von Don Kiel von den Grünen Hosen. In einer der Hauptrollen der Berliner Schauspieler Jürgen Dräger, wie ihn jeder kennt. Ich sehne mich nach eurer Tochter und für die Sehnsucht ist jeder Aufschub Todesqual. Den anderen Jürgen Dräger, den Maler, kennen nur wenige. Obwohl seine Arbeiten schon in verschiedenen Ausstellungen auch außerhalb Berlins Beachtung fanden. Für ihn ist die Malerei mehr als nur ein schickes Hobby. Was ist denn nun dieser Jürgen Dräger? Ein malender Schauspieler oder ein schauspielender Maler? Eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann, weil sich für mich dieses Problem als Frage nicht stellt. Es sind die Schauspielerei und die Malerei sind für mich zwei Möglichkeiten, um mich auszudrücken, um den Menschen näher zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass Sie also ganz anders an die Dinge herangehen als andere Maler, fast journalistisch möchte ich sagen. Sie recherchieren Ihre Themen, Sie bereiten sie auf journalistische Art vor. Ja, ich suche den Ort auf und unterhalte mich mit den Personen, die mich interessieren und möchte ihren Lebensraum erfassen und auf mich wirken lassen. Und durch diese Informationen und durch diese Eindrücke entstehen erst später diese Bilder. Diese Bilder, Arbeiten der letzten 3 Jahre, werden nun zum ersten Mal in Berlin in einer Einzelausstellung gezeigt, in der Galerie Wölfer am Kurfürstendamm. Zunächst fällt auf, die Welt des Theaters hat Einfluss auf sein bildnerisches Gestalten. Nicht der äußere Rahmen, der Mensch steht im Mittelpunkt seines Interesses. Kollegen, Regisseure, Dräger hat sie mit Akribie studiert. Hier Rainer Werner Fassbinder. Mein Zyklus Behindert ist in der Blindenanstalt in Kreuzberg so entstanden, dass ich ca. 14 Tage erstmal recherchiert habe. Das bedeutet, dass ich mich mit den Betroffenen unterhalten habe, Arbeitsplätze mir angesehen habe. So arbeite ich eigentlich fast immer. Hier habe ich also gerade bei dem Zyklus Behindert habe ich versucht, nicht die Niederlage des Lebens deutlich zu machen, sondern eigentlich die positive Lebensmöglichkeit. Also das bedeutet in diesem Falle eine Art Glücksmöglichkeit. Die Bilder meiner Griechenlandreise sind keine Landschaftsbilder geworden, sondern Bilder des Menschen, Antlitz des Menschen, weil eigentlich für mich Gesicht die aufregendste Landschaft ist. Hier habe ich zum Beispiel einen Kräutermann von Kios gezeichnet, der mich sehr beeindruckt hat in seinem Optimismus, in seiner Bescheidenheit und in seiner Armut. Hier habe ich auch völlig auf Farbe verzichtet, weil ich, wie auch in den meisten Arbeiten, ich sehr einfach sein möchte, die einfachsten Materialien benutzen möchte, also Bleistift, Buntstift, Farbstift, Kohle, um den ehrlichsten Ausdruck gewinnen zu können. Der Zyklus Sucht und Drogen ist durch sehr persönliche Erfahrung entstanden. Auch hier habe ich versucht, nicht die Katastrophe zu schildern, sondern die Hoffnung. Nach einer einjährigen Entziehungskur habe ich Stationen der Wiederbelebung schildern wollen. Und in der Berliner Ausstellung sind nur ein Teil der Arbeiten zu sehen. Die anderen aus diesem Zyklus sind jetzt im Museum von Monte Carlo ausgestellt. Die Ausstellung dieser bemerkenswerten Zeichnungen und Grafiken ist noch bis zum 4. März zu sehen. Adresse: Kurfürstendamm 206.